Was gibt es in dieser Woche Neues? Das Zahlungssystem PayPal ist nun auch mit Siri möglich und Beats by Dre hat die heißesten drahtlosen Kopfhörer für ihren iPhone 7 herausgebracht. Die indische Bevölkerung kann die Produkteinführung des Smartphones Hive Prime von Hive Mobility nicht mehr abwarten. Bis zum 20. November kann man dieses Produkt vorbestellen. Hier sind einige der wichtigsten Eigenschaften. Hive Prime ist mit einer 13-Megapixel-Heckkamera und einem Dual-Ton-LED-Blitz mit einem 8-Megapixel-Handy an der Vorderseite des Telefons ausgestattet. Es ist keine Überraschung, dass das Unternehmen diese Kamera für die beste hält, die auf dem Markt momentan zu haben ist. Die wichtigste grundlegende Eigenschaft des Prime ist die Hardware und der 10-Core-Prozessor. Der Prime läuft auf Android 6, was alle Android-Fans freuen wird. Für diejenigen, die sich weniger für die Hardware und mehr für die Ästhetik des Telefons interessieren, wurde dieses Produkt mit einem Glanzmetallkorpus in einer schicken Champagnerfarbe ausgestattet. Der Preis liegt bei 17.999 indischen Rupien, was rund 270 Dollar entspricht. Was halten Sie von diesem Produkt? Finden Sie, dass dies eine billigere Alternative zu den Produkten von iPhone und Samsung ist? Ein Unternehmen, welches genau weiß, wie man den Umsatz maximieren kann, ist Apple. Der MacBook Pro und Apple 7 befanden sich in allen Schlagzeilen. Darüber hinaus hat Apple Kopfhörer, eine Tastatur und neue Bluetooth-Kopfhörer von Beats vorgestellt. Während der Einführung des neuen iPhone 7 von Apple hat die Tochterfirma Beats eine neue Reihe drahtloser Kopfhörer vorgestellt. Die Solo 3 bietet eine 40-stündige Laufzeit und ist für rund $299.99 zu haben. Diese Kopfhörer sind in verschiedenen Farben erhältlich, die man mit den Farben des iPhone 7 gezielt koordinieren kann. Außerdem scheinen diese Kopfhörer ziemlich belastbar zu sein. Sie sind schweiß- und wasserdicht und bieten eine 12-Stunden Akkulaufzeit. Es sieht so aus, als ob wir uns an drahtlose Kopfhörer gewöhnen müssen. Wird Ihre Wahl auf die Kopfhörer von Beats fallen? PayPal ist nicht das neueste Technologieprodukt von heute, ganz im Gegenteil. PayPal wurde im Jahr 1998 gegründet und bis 2014 hat das Online-Zahlungssystem rund 228 Milliarden Dollar und 190 Nationen bewegt. Wenn Sie ein Fan von PayPal sind, dann sollten Sie die entsprechende App aktualisieren, denn die neue App ist mit Siri ausgestattet. Die iPhone- und iPad-Nutzer können die Bezahl-App von PayPal jetzt auch per Stimme aktivieren. Die Sprachintegration von Siri läuft in 30 Sprachen und Ländern, in Europa, Indien, in Großbritannien, in den USA und in Russland. Wer ein halbwegs aktuelles Apple-Handy besitzt, wird Geld demnach künftig per Sprachbefehl verschicken können. Und die beste Nachricht ist es, dass diese App völlig kostenlos ist, was den Geldtransfer einfacher macht und Ihnen Geld einspart. Das waren die wichtigsten Neuerscheinungen aus der Welt der Technologie für diese Woche. Liken und kommentieren Sie diese Ausgabe bei dukascopy.tv. Bis bald.